So. Dann machen wir doch hier gleich weiter. Vergessene Schritte. Beim letzten Mal haben wir ja dieses extrem schöne Panorama sehen können. Es wird nicht leicht, ins Dominium zu kommen, so gut wie Sanbrek es bewacht. Sag Bescheid, ob es lau zu Jetzt, laut wo ist Sylvia die oder eigene Hauptstadt verloren hat, zu leise und so ein wird er Kram. seinen neuen Sitz in Dichasia mit aller Macht verteidigen wollen. Seine Truppen sind gut trainiert und kampferfahren. Aber auf ein Ende der Belagerung können wir schlecht warten. Das bedeutet, die Gegner werden stärker. Aber da wir ja einen Hund haben, den es sonst nicht gibt. Alter Schwede. Sieht das geil aus. Ist halt interessant, bei 7 Days to Die habe ich dieses Spiel zu Erwachsene, habe ich gar nicht gehabt. Auf der anderen Seite. Ich verstehe es nicht, warum soll das Spiel für unter 18-Jährige nicht. Spiel ist für Erwachsene. Quatsch. Sorry, aber Twitch hier, USK 16. Final Fantasy, USK 16. Mit 16 ist man noch nicht Eine erwachsen. Flüchtende. Alle auf dem Weg zum Kristalldominium. Weil sie ein Leben ohne den Segen der Kristalle nicht kennen. Bam! In die Fresse, du Lümmeltüte auf zwei Beinen. Es gibt nur einen Hund. Unseren Wolfhund oder Wolfshund. Ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich ein Hund ist oder ob das einfach nur ein Badass Wolf ist. So eine straßenwilder Hundkopie. Hier gibt's keine Kristalle. Hier sollen wir auf Götz warten, oder? Richtig. Er wollte nachkommen, sobald er mit allem fertig ist. Eigentlich dürfte er schon da sein. Lass mich dein Zeug tragen, ich bin billig. Der macht nur Ärger. Lasst mich, Milord. Ich bin billig und schmutzig. Das hört sich falsch an. Siehst dir in Ruhe an? Verstärker. Ich habe Verstärker plus 2. Was haben wir denn hier? Meteoritengestein? Nee, das sammle ich alles selbst. Ich bin echt mal am Überlegen, was ist das eigentlich? Ein vielleicht Stück Pergament. Melodie scheint vertraut, doch der Komponist ist unbekannt. Du hast ein scharfes Auge. Vielen Dank. Eine gute Wahl. Leb wohl. Okay. Ich wollte es eigentlich so sammeln, aber auf der anderen Seite, warum eigentlich? So, was ist hier? Das sieht doch aus, es gäbe es hier, Jill? Guck mal weg. Wenn die Neuankömmlinge Geld in den Taschen hätten, wären wir reich. Was ist das? Jetzt will ich hier rein. Ich weiß nicht, ob wir hier Jill mitnehmen sollten. Komm, Hundi. Das ist doch. Sonst kriegen wir Ärger mit dem Justin. Wenn wir den nicht genug liebkosen. Ja, guter Junge. Wenn wir den Hund vernachlässigen, dann wird Justin sauer. Die Brüder haben wieder zugeschlagen. Die Brüder. Das war jetzt das dritte Mal in einem Monat. Ah, einen Soldaten wie dich sollten wir wohl besser vorwarnen. Wenn du drüben an der Letnikluft jemals zwei Brüdern begegnen solltest, dann schenk ihnen auf keinen Fall Gehör. Haben die schon platt gemacht? Weil gegen diese beiden falschen Schlangen selbst dreckige Diebe und Meuchelmörder die reinsten Musterbürger sind.
Diese Schurken freunden sich mit fahrenden Händlern an, die zum ersten Mal hier in der Gegend sind, und treiben sie gezielt irgendwelchen Banditen in die Arme. Und wenn der Händler dann tot ist und die Räuber wie die Geier über seine Waren herfallen, ziehen die Brüder sich einen ahnungslosen Krieger an Land. Der bringt die Banditen dann zur Strecke, in dem festen Glauben, dass er eine gute Tat vollbringt. Und wenn er fertig ist, kommen die beiden anspaziert und plündern sowohl den toten Händler als auch die Banditen aus. Unfassbar, dass das immer wieder funktioniert. Ups. Man sollte meinen, dass uns hier in der Gegend irgendwann die Banditen ausgehen. So nah an Bocklard? Schön wär's. Stimmt auch wieder. Jedenfalls, mach lieber einen Bogen um die, wenn du sie siehst. Oder noch besser, brat ihnen gleich eins über. Ach, das hätte ich wohl besser getan. Danke für die Warnung. Ich hab's mir schon gedacht. Ich hätte echt nicht gedacht, dass die Wort halten. Ich hätte gedacht, die fallen uns hinter den Rücken. Aber dass sie nicht mit sauberen Karten spielen, hab ich vermutet. Wollen wir mal gleich nach Bocklard gehen? Warum kann ich nicht in die Häuser rein? Selbst bei Pokémon konnte man jedes Kackhaus. Alter, der Sprung ist schwach. Lass so. Nicht dein Zeug tragen, ich bin billig. Das hört sich falsch an. Der macht nur Ärger. Lasst mich, Milord. Pfirsiche und Birnen. Oh ja, bei der Wüste ein paar Bohnen. Ist gleich der Sattel perforiert. Von meinem Chocobo. Wunder aus Übersee. Kommt und schaut. Schaut und staunt. Mein Herr, wie wäre es mit einem... Wie viel? Für einen mickrigen Kantenbrot? Günstiger findest du es nicht mehr heutzutage. Kannst dich gern davon überzeugen. Ja, die Hüften von Jill und den Hund. Mehr braucht man nicht. Ach, Quatsch. Das Kristalldominium wird weiterhin ohne jegliche rechtliche Grundlage von Sanbrek besetzt gehalten. Für sämtliche Grenzübertritte nach Dichasia ist eine offizielle Genehmigung der dalmekischen Armee zwingend erforderlich. Wer Einlass begehrt, soll sich hier anstellen und alle nötigen Papiere zur Überprüfung bereithalten. Anscheinend wollen noch mehr Leute schnell weg von hier. Und alle werden kontrolliert. Aber es ist dringend. Das interessiert mich doch nicht. Wird schwierig werden ohne einen Pass. Lass uns nach Götz suchen. Gehen wir. Er müsste hier ja irgendwo sein. Was ich gut finde hier an dem Spiel. Komm doch mit mir ins Dominium. Da lässt es sich noch gut leben. Ist, dass die Jill gar nicht schlecht aussieht. Also ist ganz knuffig, die Kleine. Geh und nerv jemand anderen, ja? Ich hab meinen Händlerpass und ich verschwinde, sobald ich kann. Aber halt jetzt nicht unbedingt so ultra sexy aussieht, ne? Sondern einfach hübsch. Nicht so krass aufgebrezelt oder nicht so extrem, ja, was weiß ich, so extrem viel Ausschnitt oder so ein Kram. Eine exzellente Wahl, Milord. Ah, Götz. Götz, da bist du ja. Clive, es tut mir so leid. Bitte erzähl Tante nichts. Ganz ruhig, Götz. Was ist denn überhaupt los? Mein Händlerpass. Er ist weg. Oh, du bist ohne ein Held. Wir nicht mal mit der Karawane mit. Wir kommen ja nicht mal an dem blöden Grenzposten vorbei. Wann hast du ihn denn das letzte Mal gesehen? Gerade eben war er noch in meiner Tasche und dann kam ein Junge angerannt und... Hey! Denkst du, der hat ihn vielleicht geklaut? Würde mich nicht wundern. So ein belebter Markt ist eine Einladung für Taschendiebe.
Also müssen wir als erstes diesen Jungen finden. Wo sollen wir denn da anfangen? Ich weiß wo. Ich kenne hier in Boklad eine, die uns helfen könnte. Sie weiß einfach über alles Bescheid, was hier so passiert. Wo finden wir sie? Ihr gehört die rote Karawane. Ist nicht weit. Auf dem Schild ist ein roter Chocobo. Keine Zeit zu verlieren. Geht ihr schon mal vor. Ich guck lieber nach, ob mir nicht noch mehr von meinen Sachen fehlen. Mach das. Wir sehen uns dort. Ach Gott, du bist ein Held. Er ist ein Trottel. Dann halten wir Ausschau nach diesem roten Chocobo. Aber nett. Ich wette, das wird so passieren. Wir werden dem Kleinen ein bisschen Angst machen. Der wird ein bisschen auf die Tränendrüse drücken und die Jill wird uns aufhalten. Er ist doch ein Kind. Die nicht mal mehr den Herd anmachen kann. Was zum Geier? Kann man den nicht mitnehmen? Bastard. Braucht ihr eine Kutsche? 10 Millionen für einen Zweispänner ins Kristalldominium. Nicht verhandelbar. Oh, darum geht es nicht. Dann einen schönen Tag. Warte! Geh noch nicht, ey! Die gehört zu mir. Das ist doch nicht zu fassen. Götz, was machst du denn hier in Boklad? Auf einmal ist der Ton anders. Was hat der Götz mit ihr gemacht? Du bist wohl nicht im Auftrag von Charon hier. Warum freut sie sich? Also ich finde es super, dass sie sich freut, ihn zu sehen. Aber was für eine Art freundschaftliche Beziehung haben sie denn? Schon. In was für Schwierigkeiten steckst du dieses Mal? Ja. Mein Händlerpass wurde geklaut. Von einem Kind. Und das dir? Dabei bist du so groß wie ein Morbol. Also wirklich. Gott sagte, du kennst dich auf den Märkten aus. Hast du vielleicht eine Vermutung, welches Kind das getan hat? Können wir nicht einfach alle abschlachten? Wir wollen niemanden bestrafen. Aber wir brauchen den Pass. Doch, komm schon. Ziehen wir sofort weiter. Clive, du bist schwach. Hau dem Lümmel auf die Fresse. Verstehe. Ihr beide habt also auch keinen Händlerpass dabei. Tja, scheiße gelaufen, ne? Als Händler geht ihr sowieso nicht durch. Aber ach, deswegen Quatsch. Seid ihr ja zu mir gekommen, richtig? Also, ich bin nicht sicher, wer euren Pass hat. Aber ich kann mir denken, warum er gestohlen wurde. Lasst mich erklären. Ja, dann auf. Will was sehen, Mädchen. Ihr Spiel zu Let's Play ist eigentlich chillig. Weil du fast nicht viel machen musst. Seitdem das Heer das Dominium belagert, wird sehr genau darauf geachtet, dass der Handelsverkehr dem Feind nicht mehr zugute kommt als uns selbst. Das ist der Grund dafür, warum Händlerpässe, die die Reise früher nur etwas einfacher gemacht hatten, jetzt für alle Grenzübertritte zwingend notwendig sind. Das ist fair eigentlich. Und da man sie nicht so leicht bekommt, sind sie jetzt heiß begehrt. So sehr, dass einige Leute auch zu illegalen Methoden greifen. Methoden? Also stehlen Kinder diese Pässe, um sie unter der Hand zu verkaufen? Ja und nein. Die Pässe sind auf die Namen der Besitzer ausgestellt. Aber bisher ist nicht ein Name eines Bestohlenen in der Liste der Grenzüberquerer aufgetaucht. Das heißt? Dass irgendjemand die Namen in den Pässen ändert. Dieser Unbekannte hat auch die Kinder zu den Diebstählen angestiftet. Und dieserjenige ist jetzt wahrscheinlich auch in Besitz von Götz Pass. Hätte ich mir denken können. Eins ist sicher. Hier werden die Existenzen redlicher Händler zerstört. Deswegen haben wir beschlossen, uns zu wehren. Helft ihr uns dabei? Na klar! Holt euren Pass zurück. Und wir wollen, dass nicht noch mehr gestohlen werden. Findet die wahren Übeltäter und schlagt dabei gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Auf jeden Fall helfen wir ihr. Sag mal, gibt es einen anderen Weg ins Dominium zu kommen, Götz? Nein, außer mit der Karawane kommt ihr nicht rein. Ansonsten weiß nicht. Vielleicht könnt ihr rüberschwimmen?
Aber die Wachen erwischen euch garantiert, wenn ihr sowas versucht. Genau das, was wir nicht wollen, oder? Na klar wollen wir erwischt werden. Entweder wir finden die Drahtzieher, oder wir kommen nicht ins Dominium hinein. War doch klar. Na gut. Wir helfen. Ach komm schon. Herzlichen Dank. Passt schon. Ich sollte mich vorstellen. Eloise, sehr erfreut. Oh, Clive. Hallo. Auf gute Zusammenarbeit, Clive. Sie hat sich jetzt eine Warze aus dem Arsch gezogen und gibt sie uns in die Hand. Eine Zecke. Roter Zirkel von Eloise. Der Tischlermeister am Stand im Zentrum des Marktplatzes organisiert die Suche. Trag das, dann gibt er euch Auskunft. Ich schlage vor, dass ihr zuerst mit ihm sprecht. Der Tischler also. Verstanden. Mhm. Natürlich. Die muss ja irgendeine gute Beziehung zu Götz haben und... sind wir mal ehrlich. Den Götz kann man doch... den muss man einfach so ein bisschen lieb haben. Ich glaube, der ist auch wesentlich harmloser als er aussieht. Wenn der ein bisschen aggressiv wäre, dann wäre das ein echter Tyrann. Sonderpreise. Darf sein Kännchen Schlangenspucke sein? Die okay, 60 FPS schafft die hier jetzt nicht. Bist du der Tischlermeister? Auf der Suche nach etwas Bestimmtem? Oh, Eloise hat dich auch am Kragen. Dann hat sie dich wohl geschickt. Am Kragen. Sie sagte, du leitest die Suche nach den Dieben. Geht's voran? Also, sie scheinen immer Händler mit viel Gepäck zu bestehlen. Ich find's halt interessant, guck mal. Schwerer. Hier hast du noch ein paar Sachen. Können sie nicht verfolgen, falls sie auffliegen. Spielt aber auch keine Rolle. Diese Knirpse kennen hier wirklich jede Ecke und sind immer sofort weg. Produktregistercard. Registriert eure Spiele niemals. Gebe ich euch einen Tipp. Redet doch mal mit ihr. Danke. Machen wir. Weil dann könnte sie nämlich nicht mehr wechseln. Das wollen nämlich die Dingsbums. Ah, hier sogar ein Werbeheftchen dabei mit PlayStation-Spielen. Forspoken soll nicht so gut sein. Final Fantasy Crisis Core ist klar. Haben wir ja schon. Star Ocean, The Divine Force. Scheint ein Sci-Fi-Fantasy-Geschichte im Anime-Stil. Theater Rhythm. Overpath Traveler 2. Ja, ich weiß nicht. Tactics Org Reborn. Geofield Chronicle. Es ist alles Square Enix, okay. Kein Wunder, dass er nicht so... Sag's mal so. Ja, ein paar gute Titel, aber nicht alle sind super. So, sprich mit der Fischhändlerin. Diese Qualität sucht ihr in Dichasia vergeblich. Gibt's eigentlich gute Rollenspiele außer die Mario-Spiele für das Switch? Also auch neue, die auch gut aussehen? Das würde mich mal interessieren. Sie will, dass wir ihr helfen. Euch. Also hier so Rollenspiele wie jetzt dieses Final Fantasy. Aber ich glaube, die Switch ist dafür die falsche Konsole dafür, für gute Rollenspiele und langwierige. Alle Kinder, die gesehen wurden, waren schmutzig und trugen Lumpen. Mit anderen Worten, Straßenkinder. Davon haben wir hier viele. Etwa Kriegsweisen? Einige vielleicht. Sicher habt ihr all die Flüchtenden am Tor gesehen? Sie alle hoffen auf einen Neubeginn im Kristalldominium. Manche nutzen jetzt auch diese Gelegenheit, um etwas unnötigen Ballast abzuwerfen. Eine echte Schande. Die Hintermänner müssen sich den Kindern irgendwann einmal zu erkennen gegeben haben. Hören wir uns um. Fangt am besten mit den Kindern hier an. Die haben wahrscheinlich nichts damit zu tun, aber vielleicht wissen sie etwas. Dann versuchen wir es. Na gut, dann fragen wir die Kinder. Kann ja nicht so schwer sein. Hey Kinder, habt ihr uns beklaut? Als ob. Wie wär's mit ein paar Pfirsichen? Sie sind süß wie Nektar. Ob Pfirsiche, sag ich mal. Darf ich mal zugreifen? Nein. Ich hab jetzt an andere Pfirsiche gedacht. Entschuldige, darf ich dir eine Frage stellen? Na, wenn's sein muss.
Ich wollte nur wissen, ob dich nicht vielleicht ein paar Männer um etwas Seltsames gebeten haben. Erwachsene wollen nichts von uns, außer dass wir die Klappe halten und uns wegscheren. Also rate mal, was ich jetzt von dir will. Verzeih. Ich bin schon weg. So, haben wir da noch so ein paar Lümmel, die wir befragen können. Komm doch mit mir ins Dominium. Da lässt es sich noch gut leben. Diese Qualität sucht ihr in Dichasia vergeblich. Hast du etwas Zeit? Was willst du? Ich will wissen, wer Kinder wie dich zum Taschendiebstahl anstiftet. Weiß nicht. Mich hat keiner gefragt. Was ist Taschendiebstahl? Kriegt man da Gil? Nein, man kriegt Schwierigkeiten. Wenn dich jemand fragt, sag einfach nein. Die Karawane hält neben dem Grenzposten. Zeig deinen Händlerpass. Entschuldige. Was willst du? Ich hab nichts für dich. Keine Angst, wir tun dir nicht weh. Wir haben nur eine Frage. Ja, sagst du, Jill. Worüber denn? Wir haben gehört, dass ein paar böse Menschen Kinder wie dich dazu bringen, Reisende zu bestehlen. Wir müssen wissen, wer das macht, damit sie aufhören. Ich weiß nicht wirklich was darüber, aber mein Freund, Honza, der meinte, er hat Arbeit. Was Gefährliches. Klingt verdächtig. Wir müssen ihn selbst fragen. Wo könnte dein Freund denn sein? Er ist oft bei den Zelten vor dem Markt. Danke. Das hilft uns sehr. So, Honza. Auf dem Markt ist der Lümmel. Sonderpreise! Ich muss aber ganz ehrlich sagen, die sind ehrlich, die Kinder. Also die sind da schon so, ich habe da so ein paar positive Vibes bei denen. Lass mich dein Zeug tragen, ich bin billig. Sagt er jetzt jedes Mal den Satz, wenn ich da vorbeilaufe? Das ist weird. Sie meinte wohl das Flüchtlingslager. Hoffentlich finden wir ihn dort. Papa, ich bin hungrig. Ja, und ich bin pleite. Schluss mit dem Gejammer. Au. Das tut weh. Komm. Ups. Nochmal. Ja, du bist ein guter Junge. Wir benennen den Torgal einfach in Justin um. Aber nur, wenn er einen Hund streichelt. Der dumme Riese hat überhaupt nichts mitgekriegt. Dem hätten wir sogar die Stiefel von den Füßen klauen können. Genau, aber wir hätten den Pass nicht abgeben sollen. Mit so einem kämen wir vielleicht auch endlich hier raus. Das könnt ihr vergessen. Die würden uns an den Eingeweiden aufhängen, wenn sie das rauskriegen. Würden sie das? Vielleicht kannst du sie uns mal vorstellen, diese reizenden Gesellen. Oh nein, jetzt sitzen wir richtig in der Patsche. Was sollen wir machen? Lasst ihr zwei euch doch fangen. Ich bin weg. Honza, wo willst du hin? Das ist also Honza. Jill, pass auf die beiden hier auf. Den hole ich mir. Mach das. Komm schon, wir haben einen Hund. Wenn ich jetzt zu Torga sagen würde, was? Weit kann er nicht sein. Ich muss ihn finden, bevor er untertaucht. Ja, dann... Beweg dich mal ein bisschen. Das war's dann. Ohne Hinterpass. Kam hier ein Junge vorbei. Er hat meinem Freund etwas gestohlen. Ja, eben ist einer hinten ins Chocobo-Gehege gerannt, aber... Danke. Also das ist keine Verfolgungsjagd.
Mist, gefangen. Keine Angst, Hansa. Ich werde dir nichts tun. Beantworte mir nur ein paar Fragen. Na gut, muss ich ja wohl. Ich suche die Leute, die dich zum Stehlen anstiften. Wer sind sie? Sie nennen sich die Findlinge. Sie haben mir tüchtig Geld versprochen, wenn ich mitmache. Ich wollte nicht, aber ich muss auch essen. Das habe ich ziemlich selten, bevor die mich angeheuert haben. Und wenn nicht ich, hätte es eben ein anderer gemacht. Dafür gibt's immer irgendwen. So. Du hast ihn gefunden. Jill, wo sind die anderen? Eloise passt auf sie auf. Sie wollte, dass wir dich suchen. Du Dieb! Deinen Pass habe ich nicht mehr, also frag mich nicht. Ist bei den Findlingen. Und zurück kriege ich den auf keinen Fall. Verraten würde ich sie eh nicht. Ohne ihre Gil wären wir schon längst verhungert. Du Dieb! Feiglinge, ihr werdet keine Kinder mehr für eure Zwecke missbrauchen. Was? Wir sind... Verletz ihn nicht! Du verwechselst uns. Wir sind auf derselben Seite. Faule Ausreden! Das Siegel. Woher hast du es? Das ist doch Theo. Götz? Was treibst du bei diesen Leuten? Seid ihr diejenigen, die meine Schwester erwähnt hat? Deine Schwester? Warum so ein Drama? Ja, wir sind für Eloise unterwegs. Okay. Eloise hat uns gar nicht gesagt, dass sie einen Bruder hat. Warum sollte sie? Ich bin nur der Mann fürs Grobe. Theodor, zu euren Diensten. Das eben tut mir leid. Theodor, was weißt du über diese Findlinge? Aasgeier, die in Boklad ihr Unwesen treiben. Sie plagen alle hier, berauben die Besserbetuchten und zwingen die Habenichtse der Bande beizutreten. Ich beobachte sie schon länger, weil ich den Flüchtenden ihr neues Leid ersparen möchte. Oh, ich bin so ein Held, ey. Sind sie noch skrupelloser, als ich dachte. Ich habe eben vergessen aufzunehmen. Er hat nur getan, was er tun musste. Hätten er und seine Freunde nicht gestohlen, wären andere Kinder dazu gezwungen worden. Wahrscheinlich gewaltsam. Muss ich den Stream runterladen und schneiden. Deine Schwester wollte, dass du den Diebstählen ein Ende setzt? Yep. Dann verfolgen wir das gleiche Ziel. Yep. Erinnere mich mal dran, Justin. Dass ich mir den Stream runterlade. Weil da ist, glaube ich, jetzt eine halbe Stunde verloren gegangen in Aufnahmen. Obwohl es wahrscheinlich nie jemand interessieren würde. Wenn in 5 Jahren YouTube... Oh, mein Händlerpass. So. Wie geht's weiter? Wenn in 5 Jahren YouTube nicht den Durchbruch schafft, dann bleibt ein Lappen. Die Findlinge auf und erledigen sie. Ihr bekommt euren Händlerpass zurück und ich sorge für ein sicheres Bocklad. Alles klar. Alles klar. Hansa, wo ist das Lager? Keine Sorge, sie werden's nie erfahren. Weiß ich doch nicht. Die Pässe holen sie immer bei uns ab, direkt vor dem Tor. Einmal bin ich ihnen nach, aber dann haben sie mich gleich entdeckt. Ich dachte, das war's mit mir. Versuchen wir es trotzdem. Wo war das genau? Runter in Richtung Lednikluft. Dann auf zur Lednikluft. So. Bist du mit dem Hund unterwegs? Lednikluft liegt südlich von Boklad. Ja. So, komm. Hat jetzt in der letzten Stadt nichts gekriegt. Gut. Dann machen wir diesen Lümmel mal die Hölle heiß. Suchen wir mal, wer diese Kackfindlinge sind. Wir haben da ein Drama draus gemacht.
Woher hast du die Siegel? Von deiner, von Eleanor. Wir helfen dir. Wir sind auf derselben Seite. Aber nein, erstmal Schwerter kreuzen. Das hört sich falsch an. Interessant, dass wir hier eben diese wilden Hunde gesehen haben. Diese Lappen? Komm schon. Die haben doch nicht mal Stimmen, so unwichtig sind sie. Das ist dieser verdammte Drecksack, der uns hinterhergeschnüffelt hat. Hättest dich raushalten sollen. Bam! Schluck das, du Lümmel. Sicher nicht die Anführer. Nee. Aber wir sind ihnen auf der Fährte. Diese Lappen. Ich meine, komm schon. Die waren doch nicht mal was für mein... Die waren doch nicht mal gut genug, um Schwert zu testen. Aber die werden uns wahrscheinlich jetzt... Wenn du ein Gegner im Spiel bist, der nicht mal eine Zwischensequenz als Gespräch bekommt. Ich weiß nicht, ob der Skill so geil ist. An sich ja. Fängst du gerade an? Noch mehr Fußvolk. Jetzt weniger. Also Jill, das hätte ich von dir nicht erwartet. Ich habe eher gedacht, dass, so die, dass die Jill so ein bisschen das Herzstück der Truppe ist. Aber das Kätzchen zeigt Raubzähne. Das Raubkätzchen zeigt Fangzähne. Da haben wir sie. Hat sich gelohnt heute, was? Ja, ein paar von den Neulingen sind wahre Naturtalente. Vor allem die Kinder. Dieser kleine Honsa hat flinke Finger. Eines Tages hacken sie die ab. Aber bis dahin bringt er uns fette Beute. Abschaum. Die Anführer der Findlinge nehme ich an. Sie verdienen keine Gnade, Clive. An Gnade dachte ich eher weniger. Bereit, wenn du es bist, Theodor. Aber immer doch. Die Jungs haben doch bestimmt einen Ständer gerade und die Jill hat sich angehört, das hätte die auch schon. Eine leicht feuchte Spalte. So, jetzt erstmal auf die Fresse, du Lappen. Das Problem ist, ich kann nicht ausweichen, wenn ich einen Skill mache. Wenn der davon nicht zurückgestunt wird, sozusagen.
Dann habe ich ein Problem. Weil ich dann Damage bekomme. Also ist nicht wenig, was sie hier haben. Verbrechen lohnt sich also doch. Goldkettchen, Ringe, Gilbörsen. Ah, und Händlerpässe. Dutzende. Wurden die Namen geändert? Noch nicht. Ich kenne einige davon. Götzpass ist sicherlich auch mit dabei. Jetzt muss ich nur alles durchsehen und den rechtmäßigen Eigentümern zurückgeben. Wir sollten schnell zurück zu Eloise. Kommst du hier allein zurecht, Theodor? Ach, Eloise. Na klar. Ach, und erwähnt ruhig, welche Rolle ich gespielt habe. Gar keine. Er hat uns angegriffen. Da gibt's auf den Deckel. Gut. Super. Ah, die Yuna ist AFK, die kann ich jetzt leider nicht fragen. Sowas Dummes aber auch. So, ich muss nochmal gucken, dass ich die... dass ich OBS vielleicht mal ein bisschen abändere, weil F5 benutze ich ja immer, um Seiten zu aktualisieren. Aber auf der anderen Seite beende ich damit auch die Aufnahmen, glaube ich. Oder mache ich das mit Position 1 und Ende? Ich weiß es selbst tatsächlich gerade gar nicht. Dreimal eine Wüstenrose gefunden. Interessant. Dass man da nicht überall reinklettern kann. Gibt's da hinten nichts? Schade. Endlich. Hier gibt's keine Kristalle. Ich bin hungrig. Ach, können wir dem nicht einfach ein paar Gil in die Hand drücken? Ah, die sind alle ganz schön am Arsch hier, ne? Lass mich dein Zeug tragen. Ah, Clive. Wie läuft die Suche? Mein Bruder ist euch doch hoffentlich kein Klotz am Bein. Ganz im Gegenteil. Also steckten die Findlinge hinter der ganzen Sache. Theo hat sie schon des Öfteren erwähnt. Und jetzt haben wir gleich drei Probleme auf einmal gelöst. Das Problem mit den Taschendieben, das mit ihren Auftraggebern und auch das mit den gestohlenen Pässen. Ich hoffe doch, eurer findet sich auch bei den Diebesgütern. Aber im Moment bleibt uns nur zu warten. Auf Theo. Ah, da ist er ja. Endlich zurück, geliebter Bruder. Auch schön, dich zu sehen, Eloise. Hier, Clive. Götzpass. Sorg dafür, dass er in Zukunft besser aufpasst, ja? Mach ich. Danke. Ich habe unseren Jungs gesagt, sie sollen die Beute holen gehen. Kann ich beim Durchsehen auf deine Hilfe zählen? Natürlich. Ich schaffe etwas Platz im Lager. Ich nehme doch an, ihr zieht jetzt bald weiter. Aber hoffentlich nicht, bevor du dich uns richtig vorgestellt hast. Nicht wahr? Sid? Warum so überrascht? Wir sind auf derselben Seite. Das stimmt tatsächlich. Wie ihr ja nun selbst gesehen habt, helfen wir von der roten Karawane den Menschen, wo immer wir nur können. Gegen eine kleine Gebühr transportieren wir jede Art Fracht. Egal ob Waren zum Markt oder Träger weg davon. Ich war der Erste, dem meine Schwester geholfen hat. Ohne sie wäre ich als Junge gebrandmarkt worden. Du bist ein Träger. Zufälligerweise versuchen wir gerade, uns zu vergrößern. Und wer wäre ein besserer Partner als der Experte auf dem Gebiet? Findest du nicht, Theo? Doch, doch. Anscheinend verfolgen wir auch in dieser Sache dasselbe Ziel. Also lass uns doch zusammenarbeiten. Wie wär's? Ich finde die sympathisch. Ganz ehrlich, beide. Das wäre uns eine Freude. Ihr ehrt uns. Und ihr uns. Hier ist doch schön. Das ist für dich. Roter Kompass. Was ist das? Ja,
Elle hat Freunde in hohen Kreisen, ich habe Kameraden in niederen. Das Siegel kennzeichnet dich als unser beider Freund. Mhm. Ich werde es mit Stolz tragen. Gut, dann bleibt uns jetzt nur noch, euch eine gute Reise zu wünschen. Ihr solltet jetzt bei der Karawane mitreisen können. Aber falls es Probleme gibt, stellen wir euch gern eine unserer eigenen Kutschen zur Verfügung. Zum Freundschaftspreis natürlich. Für 9 Millionen? Wir fragen die Karawane. Ja, also 9 Millionen ist ein bisschen extrem, muss ich sagen. Da wird auch wieder fettes Geschäft gemacht. Ah, Händlerpass, Hauch des Blitzes, Meteoritengestein. Ja, ich habe eh mein ganzes Geld da reingebuttert. Geben wir Götz den Pass. Und dann auf. Ich habe gar nicht so viel Geld, ne? 12.000. So. Ja, aber eigentlich sieht das alles. Mithril-Armbänder. Warte mal, was haben wir denn hier? Mach einer deiner. Manch einer würde die Wirkung des Relikts und der Segen der Götter zu schämen. In Wirklichkeit erhöht die Wirkung von Heiltränken. Ja, das ist eigentlich gar nicht schlecht. So, was haben wir denn hier? Feuerschwall. Dominium. Ah, ich habe keine Dingsbums. Verzeihung, habt ihr möglicherweise ein vielbenutztes Schwert, ein gestählter Körper? Ich erwäge Begleitung anzuheuern und ihr scheint mir die Ausgabe wert zu sein. Stehen die Dienste eurer starken Arme unter Umständen zur Verfügung? Wobei wären sie denn behilflich? Nun, ich bin geradezu besessen von semekischer Geschichte und wünsche, die Ruinen in der Nähe zu erkunden. Muss mal ganz kurz und in die Küche. Und Fall, dass ich Wegelagerern oder den hier vor mir die Schokolade wegschmilzt. Begegnen sollte, benötige ich einen gestandenen Begleiter. Falls ihr akzeptiert, erhaltet ihr nicht nur einen Lohn materieller Natur, sondern profitiert auch von dem wahren Schatz, der dort wartet. Der reichen, wechselvollen Geschichte von Semekis. Und? Hattet ihr je ein grandioseres Angebot? Da sind wir dabei. Ich bin dabei. Fantastisch. Dann kommt, wir brechen auf. Und wohin gehen wir? Wir folgen dem alten Semekis-Pfad und dann weiter ins Abenteuer. Habt Eil, so vieles will entdeckt werden. Warte. Viel Glück mit den Wegelagerern. Ich sorge wohl besser dafür, dass ihm nichts passiert. So, ich habe keine Ahnung, was wir machen. Oder was ich da jetzt zugesagt habe. Aber den Mozzarella-Tomaten-Snack, der war es mir durchaus wert. Oh, frisch aus dem Kühlschrank. So. Wie ich sehe, scheinst du Eloise behilflich gewesen zu sein. Wärst du so gut, mir dieselbe Güte zu erweisen? Vielleicht. Kann ich machen. Was soll ich tun? Jemanden finden. Weißt du, ich habe Probleme mit Dieben. Und trotz aller Bemühungen kann ich sie nicht davon abhalten, sich einfach an meinen Lieferungen zu bedienen. Vor ein paar Tagen habe ich mich bei einem Freund darüber beklagt. Er hat mir angeboten, die Schuldigen zu finden. Josef ist zwar ein Söldner und ein guter noch dazu, aber er ist schon seit Tagen weg. Mhm. Und ich befürchte das Schlimmste. Schade. Wohin könnte ihn seine Suche geführt haben? Auf die Semekis-Straße vielleicht? Er meinte, dass sie wohl kaum länger hier in Boklad bleiben würden als nötig. Josef hatte es schwer im Leben.
Seine Mühen haben den Armen schon früh ergrauen lassen. Ich bete nur, dass er nicht wegen etwas Getreide getötet wurde. Ich glaube nicht, dass es viele grauhaarige Söldner gibt. Hoffentlich hat ihn jemand gesehen. So. Leben und leben lassen. Das ist ein guter Ansatz. Leben und leben lassen. So, jetzt müssen wir nur gucken, was wir zuerst machen. Ich kann bis zu 3 Quests anzeichnen. Willst du? Ich habe keine Gil. Ich habe nur eine Frage. Ist ein Söldner hier vorbeigekommen? Er hat graue Haare. Jetzt, wo du sagst. Vor einer Weile habe ich da draußen einen jungen Mann mit einer silbrigen Mähne herumschleichen sehen. In welche Richtung ist er gegangen? Woher soll ich das wissen? Ich denke, er ist der Straße gefolgt. Warum tust du nicht dasselbe und lässt mich in Ruhe? Ein bisschen unfreundlich. Ich hätte der Dame so 2-3 Gil die Hand gedrückt, dann wäre sie wesentlich freundlicher. Ganz wie ich erwartet habe. Los, rückt eure Gil raus, wenn euch was am Leben liegt. Ja, machen wir. So, Romkarton, Kacklappen. Glaubst, geht los. Nicht verletzt? Ganz und gar nicht, mein Bester, dank eures zeitigen Eingreifens. Doch viel wichtiger, wir sind am Ziel. Kommt, richtet euer Augenmerk auf das Wunder vor uns. Ruinen. Faszinierende Überreste der Gefallenen. Ein so alltäglicher Anblick, dass der Mensch sie oftmals kaum bemerkt. Imposante Gefährte. Gestürzt vom Firmament. Wir nennen sie Luftschiffe. Indes begreifen wir ihr wahres Wesen nicht im geringsten. Verratet mir doch bitte, ist euch an diesen Ruinen nicht eine gewisse Besonderheit aufgefallen? Während es uns kaum möglich ist, den Ruinen auch nur Kratzer beizubringen, wurde das vor euch liegende Konstrukt im Zuge der Entstehung der letzten Sünde präzise durchtrennt. Zweifellos ein aufregendes Rätsel und doch nur eines der Enigmen, die Semekis so zahlreich birgt. Kommt, mein Bester, die Expedition geht weiter und wir haben noch so viel zu lernen. Was? Ah, da will ich ihn nur umgucken und mich soll den beschützen. Eins muss man ihm lassen. Leidenschaft hat er. Das stimmt. Er hat ein paar ordentliche Balls. Herz, Entschuldigung. Die Balls haben ja wir. So. Keinen Ärger. Ich auch ich nicht. Ich weiß. Ich suche jemanden. Einen grauhaarigen Söldner. Wir haben keinen gesehen. Doch haben wir. Er ist die Felsen hochgeklettert. Die da. Die da drüben. Er ist ihnen wohl auf der Spur. Ich darf da nicht hin. Mama sagt, da oben gibt's Goblins, die kleine Jungs auffressen. Ruhe jetzt. Du hast schon genug geplappert. Aber du hast mir das doch gesagt. Du solltest besser auf deine Mutter hören. Guck mal, bist du gar nicht böse, Mutti. So, die Frage ist, wo muss ich jetzt lang? 1, 2 oder 3? Ah, wir machen erstmal 1. Aber warum rennt... Wenn wir dem Geleitschutz geben, warum müssen wir ihn nicht verfolgen? So gut. Wer will zuerst?
Das war... So, du Lümmeltüte auf zwei Beinen. Er ist vielleicht ein Held. Bringt dich von einer Gefahr in die nächste. Stufe erhöht, ist doch super. Dieser Ausflug wird noch böse enden. Oh, das wäre ganz und gar inakzeptabel. Wo sich uns doch solche Herrlichkeit darbietet, seht die letzte Sünde in all ihrer Pracht. Moss berichtet uns von einer Schlacht, welche hier dereinst stattfand. Eine Schlacht von solcher Gewalt, dass sie einen kolossalen Krater in eben jenen Erdboden riss, auf dem sie tobte. Und die Götter zürnten den Menschen, denn sie griffen nach ihrem Heiligtum. Schrecklich ward ihre Rache, welche auf das Land hinabregnete. Die Wahrheit bleibt wohl im Dunkel der Zeit verborgen. Und doch kann ich die Hoffnung nicht aufgeben. Nun, das soll uns jedoch nicht verzagen. Es gibt noch mehr zu bestaunen. Oh nein. Mir nach, die Geschichte wartet. Na. Dann warte doch mal auf mich, bevor du dir wieder ins... bevor du wieder in den Tod rennst. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das passiert. Am Ende wird es bestimmt so passieren. Vielleicht treffen wir diese beiden Vollidioten nochmal, die uns verarscht haben. Das wäre cool. Dann könnten wir dir nochmal den Hosenboden langziehen. Ja, das war mir klar. Warum habe ich so viel Damage bekommen? Au! Au! Oh, der hat mir jetzt aber gut aufs Stressbrett gegeben. Alles noch heil? Ja, ich glaube schon. Wieder einmal nur dank euch. Und wieder einmal bin ich von eurem Können beeindruckt. Diese kuriosen Geschöpfe, wir Fachmänner bezeichnen sie als Echos. Zwar führen die Chroniken des Moss wie auch die Legenden den Fall von Semekis auf die Götter zurück, deren Zorn über die Menschheit kam. Doch die Hintergründe sind nebulös. Könnten jene Ruinen ein Hinweis sein? Exquisite Meisterwerke von vollendeter Schönheit. Stellte die Errichtung solcher Wunder in den Augen der Götter möglicherweise einen Übergriff auf ihren Hoheitsbereich dar? Allein, es ist alles graue Theorie. Eines Tages erfahre ich womöglich die Wahrheit. Bei so viel Leichtsinn ist das unwahrscheinlich. Ihr habt recht, natürlich. Und ihr habt mich nicht nur mehrmals dem sicheren Tode entrissen, sondern ertragt auch mein Geschwafel mit erstaunlichem Gleichmut. Das freut mich, aber sind wir nicht zum Erkunden der Ruinen gekommen? Ich muss gestehen, dass ich eventuell nicht ganz ehrlich war. Im Grunde verlangte es mich lediglich nach einem Zuhörer.
Wisst ihr, selbst die anderen Gelehrten auf dem Gebiet verlieren langsam die Geduld mit meinen Theorien. Deswegen kam mir der Gedanke, einen Begleiter anzuheuern. Der würde mir zuhören müssen. Darum ging es ja also. Ich fürchte, so ist es. Und nun, mein Bester, wird es höchste Zeit für uns zurückzukehren. Na gut. Bitte keine Alleingänge mehr. Kannst du mir einfach das Geld geben und zurückgehen? Der Weg ist eh frei. Aber nein. Na gut. Ich hatte einen wunderbaren Tag. Hier, eure Belohnung für euren exzellenten Schutz und noch ein kleines Trinkgeld für eure Mühen. Hat sich das wenigstens gelohnt? Tatsächlich. Wir haben gut... Doch. So, jetzt will ich aber mal nach diesem Söldner suchen. Gepäckträger zu mieten. Beste Leistung. Das war's dann. Ohne Hinterpass. Ja, ihr habt aber eure Pässe wieder. Die Tussi kümmert sich drum. Den Kutschen für Wucherpreise. 10 Millionen. Und wer soll denn so viel Kohle haben? Doggerl, nicht so schnell. Ich bin so schnell wie du. Nicht jeder ist ein guter Hund. Ich bin nur ein Mensch. Hier soll der hochgeklettert sein. Hier kann er springen, oder was? Haben diese Diebe ihre Beute wirklich den ganzen Weg hier hochgeschleppt? Antikschwert. Oh, komm schon, zwei. Ah, nicht ganz. 17, ja, 2 Stärke plus 17. Das ist schief. Das schaut gut aus. Ich glaube, wir haben die Übeltäter gefunden. Ja, komm, paar Goblins. Die freuen sich nicht, mich zu sehen. Alter, Jill! Die Alte geht hier aber ab, du. Habe ich den jetzt? Lümmel! Goblin-Prinzen bezwungen. 4 Skillpunkte, das ist schwach. Bringen wir es hinter uns. Halt! Töte ihn nicht. Er beschützt nur sein Zuhause. Josef. Der Junge hatte recht. Wer bist du? Deine Freundin hat mich geschickt. Sie hat befürchtet, dass dir etwas zugestoßen ist. Komm zurück, Justin. So lange fort. Die Diebe zu finden war nicht schwer. Das Problem war zu entscheiden, was ich mit ihnen machen sollte. Die Dinge sind also komplizierter, als sie scheinen. Der beschützt nur sein Zuhause. Mir war schon klar, dass es keine gewöhnlichen Banditen waren, noch bevor ich den Markt verlassen hatte. Weißt du warum?
Unsere Diebe hatten kein Interesse an Gold oder Gil oder Dingen, die sie nicht essen konnten. Außerdem gab es Gerüchte über Goblins in der Gegend. Da musste ich nur noch 2 und 2 zusammenzählen. Ihre gemütliche Zuflucht fand ich dann auch schnell, mitsamt des vermissten Essens. Ich habe mich voller rechtschaffener Wut auf sie gestürzt. Mir entgegengestellt hat sich aber nur ihr Anführer. Die anderen hatten sich ums Essen geschart. Sie wollten es bis zum Tod verteidigen. Sie mussten stehlen, sonst wären sie verhungert. Ich habe das auch schon mal durchgemacht, also kann ich sie verstehen. Du hast sie verschont und damit scheinbar auch ihr Vertrauen gewonnen. Diese Goblins sind hier nicht